Yippie-yay und moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Immortal Redneck. Wie ihr sehen könnt, ist das Ägypten. Und ja, jetzt machen wir den Händler freigeschaltet hier. Der hat noch nicht so viele Sachen, deshalb wir auch nicht so viel Gold haben. Aber wir gehen jetzt die Pyramide einfach mal an. Das ist das erste Mal. Und hoffen, dass wir weit nach oben kommen. Warte, der will 1400 von mir haben. Warte mal noch nicht, dann gehe ich doch erstmal was einkaufen. Vielleicht wollen sie denn ja weniger von mir haben. Dann kann ich ja auch erstmal hier... Hast du noch irgendwas, was ich kaufen kann hier? Nee, nee, nee. Machen wir erst den Stammbaum ein bisschen höher, würde ich sagen. Okay, bessere Munition. Derzeit 100. Was ist noch da so? Crit Upgrade. Pass auf, wir machen erstmal, erhöhen wir unseren Angriff ein bisschen. Verteidigung erhöhen wir auch ein bisschen. Gesundheit machen wir auch höher. Erhalte Apis Gunst. Aktives Talent. Kurzzeitige Unbesiegbarkeit. Du kannst 4 Waffen tragen, aber nur einen Sprung ausführen. Das kann ich. Nehmen wir mal mit. Das Upgrade, aktive, erhöhte Unbesiegbarkeit da. Okay. Das klingt da gar nicht so schlecht. Bessere Munition. Aktives Talent. Schleudert einen Kugelblitz, der größer und kleiner wird und Schaden anrichtet. Meine leiden Schaden, wenn sie dich treffen. Steak Upgrade. Erhöht die Menge an gewonnener gesunder pro Steak. Das war nicht so verkehrt. Gut. Da bin ich mal gespannt. Die Kunst mir da helfen kann. So, wie viel wollt ihr jetzt haben? Ach, jetzt wollt ihr noch den Rest meines Geldes haben. Man geht fast immer mit 0 Gold da rein, weil die mir einfach alles wegnehmen. Was ja auch ein bisschen fies ist, ne? Also ein bisschen fies, finde ich. Finde ich schon. Nun gut. Ich muss mich daran hindern, diese Pyramide vom ersten Stock bis zum, ich weiß gar nicht, wie viele Stockwerke die hat, muss ich zugeben. Habe ich mich nicht darüber erkundigt. Bis jetzt habe ich nur bis zum zweiten Stockwerk geschafft. Was ja auch ein bisschen da ein Zufall ist, denn man weiß ja nie, welche Tür man betritt und wo man am schnellsten weiterkommt. So, wir gehen erstmal die Tür geradeaus hier. So. Okay, gehen wir hier rein. Kritischer Treffer, wow! Sag mir, ich bin Scharfschütze, Leute. Ich bin Scharfschütze. Okay, bin ich vielleicht doch nicht. Und da geht denn ab? Wo bist du denn her? Dieses Mistviech, wo kam der denn her? So, Schrotflinte? Was ist das? Okay. Okay. Ach so, eine andere Pistole. Nehmen wir die hier. Wer schießt denn da? Ach, da. Die Waffe ist ja ein Tick cooler als meine eigene. Ach, warte mal. Hey, was ist ein Highlight? So. Wow. So. Thema wird ganz gut vernichtet hier. Gibt es auch mehrere Türen leider. Das sind die untere hier. Ich höre schon so ganz viele Geräusche. Okay. Eieiei.
Alter, mein Zielvermögen ist richtig schlecht, wisst ihr? Energiehandschuhe. Meine Waffe weg. Shit. Na, die haben wir doch auch noch. Ah, okay. Das wäre auch nicht so verkehrt. Ja, okay. Kann man gut gebrauchen. Nehmen wir mit. Müssen wir jetzt noch runter wieder. Denn hier geht's ja nicht weiter. Können wir zurückgehen. Okay, war hier unten noch eine Tür irgendwo? Oder oben, ne, die Tür? Und hier sind wir, glaube ich, gekommen. Dann muss die Tür da drüben sein. Diese. So, weg mit dir, du Ayopaya. Ja, die Handschuhe sind nicht schlecht, aber auch nicht gut, ne? Na gut. Ist noch mehr? War eine Tür irgendwo im Eingang hier im Bereich? Nee, ne? Mal wieder rausgehen, ist ja blöd. Gibt's keine andere Tür? Doch, da drüben, ne? Ne, doch, da hinten ist eine Tür. Wow, ich war nicht übersehen. Da unten, ja, guck mal. Okay, 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 ich werde die ganze Zeit getroffen. Hab ich gesehen. So. Shit. Boah, ich Energie gelassen. Ah, guck mal, da haben wir schon mehr wiederbekommen. Das war auch mal. Der war auch aggressiv. Die hat denen gar nichts getan, ne? Energiehandschuhe sind ja mal, richtig viel, wa? Na gut. Oh! Dauert ein bisschen, bis sie tot sind, aber. Dauert wirklich ein bisschen, bis sie tot sind. Oh. Energie noch holen hier. Na, jetzt hat er mich getroffen, der Spaß. Hier muss noch irgendwann da sein. Einer läuft hier noch rum. Oben wahrscheinlich. Oben, oben, oben muss er sein, ne? Ja. Okay, ich sehe schon, da ist die Blutstelle. Okay. Haben wir noch eine Tür? Hier unten noch eine Tür? Wahrscheinlich, ne? Gucken wir mal. Da. Nehmen wir mit die Tür. Achso, ich dachte, hier gibt es irgendwas Besonderes. Kann ich noch runterspringen? Okay. Da ist der Fahrstuhl, da müssen wir ein paar Gegner killen hier. Da hängt bestimmt noch irgendwo einer da.
unten ist noch einer. Okay. Da hinten, wo ist denn der Spaß? Ist er da oben irgendwo? Okay, jetzt können wir den Fahrstuhl nutzen. Sehr gut. Bin ich mal gespannt. Munitionsvorräte füllen Munition für alle deine Waffen wieder auf. Sehr praktisch, dass ich nicht nach bestimmter Munition suchen muss, sondern dass es von automatisch geht. Das ist sozusagen perfekt für mich. Okay, wie man sehen kann, Munition ein bisschen höher, Gold höher, aber auch der Angriff und auch die Lebensenergie der Gegner ist aufgestockt worden. Gut. Meine Waffen haben jetzt noch keinen richtig fiesen Upgrade bekommen. Ah nein! Blödes Viech. Her. Okay, wir müssen von hier drüben holen, das dauert zu lange. Kommt auch so lange da rumzuschießen. Pretty Gold. Kritische Treffer hinterlassen eine Goldmünze. Super. So, hier haben wir natürlich mächtig viele Türen, wie man sehen kann. Vier an der Zahl. Ist natürlich egal, welche wir benutzen. Dann haben wir die hier. Oh, das ist hier nachgeladen. Hab ich wohl nicht. Du bist auch noch da, wa? Wie gefällt dir das hier? Was hier? Fang meine roten Bohnen, du Spast. Okay, hier gibt es auch wieder massenweise Türen. Und hier unten. Okay, wir gehen aber mal hier rein. Haben wir hier schon? Achso, hier ist irgendwas. Hey, jetzt brauche ich hier, was ist das hier? Fallentschärfer, okay, und das? Überfluss, die mir drin, du hast eine Blaupause. Okay. Gehen wir nachher mal beim Händler ab. Mal sehen, was uns der Gefe geben kann. Letztes Mal gab es ja auch schon was ganz Cooles. Gibt es ja diesmal wieder was Cooles, man weiß es nicht. So, wo sind wir oben? Hier ist
Eieiei. Wir könnten ein bisschen besser treffen damit, aber... Der hier muss noch... Ah, der ist gestorben, okay. Ist der von alleine gestorben, oder? Gut. Okay, hier gibt's auf jeden Fall Gegner. Frage, wo sind... Ups. Fleisch! Okay, der andere Gegner war noch unten. Mist. Da waren wir? Gehen wir an der Tür. Uiuiuiuiui. Wäsche? Die Tropfen erstmal nach oben. Hier was ist. Das ist eine Tür, zwei Türen sogar. Wir schießen auf mich. Ich hab mich geschossen. Da oben, da, du Sack, den hab ich gar nicht gesehen gerade eben. So ein Schwein. Okay, schon laufen, nicht bleibt. Der Frosch. Ich glaube, ich muss mir einmal wieder eine Pistole besorgen, das ist doch ein bisschen nervig mit dem. Mit den Energiehandschuhen. Aber naja. Jetzt haben wir sie, jetzt müssen wir die nutzen. Und Dachs. Okay, los geht's. Blödes Viech, ey. Okay, hier... Ne, hier war ich noch nicht, glaube ich. Oder? Waren wir hier schon. Hm. Anscheinend waren wir ja schon mal hier. Dann gehen wir hier auf den Boden rein. Ah.
Mann. Ich habe auch echt mehr viele Gegner auf einmal damit. Ja, wo ist denn der letzte Gegner hier? Ja, mal da rumkrebsen. Wir sehen gerade ihn hier oben. Okay. Nicht so viel gebracht, oder? Der Eingangsbereich. Na gut, dann haben wir die nächste Tür hier, wo wir noch nicht waren. Wo ist er hin? Oh, hier wurde ich runtergefallen, ne? Und solches tot. Oh nein! Habe ich nicht gesehen, dass er sich da unten hingebeamt hat. Leute, Leute. Oh, ich wollte mindestens zur Mitte der Pyramide würde ich gerne kommen. Aber das wurde nichts. Mal sehen, wie viel Gold wir gesammelt haben. Auf jeden Fall müssen wir die Blaupause einmal entschlüsseln lassen. Oh, cool. Ich würde sagen, wir werden uns wieder beleben als Apis. Einfach mal testen. So, der hat ein paar andere Waffen. Okay. Trotzdem müssen wir einmal hier den Typen Bescheid sagen hier. Wir haben nämlich ein anderes Ding. Für 9000. Lebensenergie, Munition sind verbessert, verschwinden aber schneller wieder. Lebensenergie, Munition und Gold sind verbessert, verschwinden aber schneller wieder. Oh, wir testen es mal. Gehen wir hier. Wollen die noch verbessern? Erhöht die Menge eingesammelter Munition. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht für mich. Ja, das war's. Ja, liebe Leute, ich danke euch schön fürs Zuschauen. Wie ihr seht, geht die Sonne auch schon unter da hinten. Das heißt, wir müssen auch aufhören. War wie mir wieder wie immer eine Freude und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Und denkt dran, beim nächsten Mal spielen wir als Apis. Mal sehen, wie es wird.